angefangen hat mit der Ausbildung an sich. Ich habe das erste halbe Jahr Verkäuferin gelernt und bin dann dummes zu meiner Chefin und habe gesagt, nee, also entweder ich darf da hinaus oder ich schmeiß das Ganze hin. Und dann habe ich 2006 meinen Nischerbrief gemacht, jetzt vor kurzem ja auch das Sommelier. Wirklich Bock drauf habe ich echt, die ganze Bratwurstsorte zu machen, egal, ausprobiere, was man neu machen kann. Es kommen dann so Kuriositäten raus wie Gummibärchen Red Bull oder die Banane Schokolade. Jetzt gerade haben wir aktuell die Kaffee-Chili-Bratwurst, Gyros-Bratwurst und für die, die es gerne richtig, richtig scharf wollen, Habanero-Bratwurst, die ich persönlich nicht esse, weil mir brennt schon das Gesicht beim Machen. Also unser Wild kommt aus der Region. Die Jägerin hat ihr Revier bei Friedensheim. Wenn ich Wild brauche, dann rufe ich sie an und okay, entweder kriege ich schon was, weil es vor die Flint gelaufen ist, oder auch nicht. Also unser Clan-Rind kommt aus dem Nordpfälzer Land. Das ist der Bauer Simon und die leben wirklich das ganze Jahr auf der Weide. Werden halt auch extra für uns geschlachtet von dem Bauer. Das ist also auch eine Pfälzer Rinderrasse, fleischbetont. Wir machen auch Original-Pfälzer Weißwurst, richtig mit Kalb und frischer Zitrone und so weiter. Also Favoriten sind natürlich die luftgetrocknete Schinke, Serrano-Schinke, Parma-Schinke oder auch die ganze italienische Salamis. Für die Sache haben wir auch einen extra Schrank, dass es auch wirklich rausgeholt wird und am ganz normale. Also manchmal haben wir auch Kundschaft, die wirklich nur geckhalber hierher kommen und gucken, was wir für verschiedene Brotwurstsorte haben donnerstags. Die nehmen dann auch spaßhalber aber nur eine mit, wie jetzt Gummibärchen Red Bull, einfach dem Gag halber, aber den Rest kaufen sie dann natürlich auch gleich bei uns.